Guten Tag, ich war ja vor ein paar Tagen bei Martin gewesen, und er hat mir dann gesagt, wie ich den Tank muss entrosten. Weil der TÜV ist einfach irgendwie wahrscheinlich etwa 15 Jahre rumgestanden und hat noch so ein bisschen Benzin drin gehabt. Und durch das ist natürlich der ganze Tank verrostet. Also wenn ihr irgendein altes Auto habt oder einen TÜV und ihr lasst das Zeit lang stehen, müsst ihr entweder den Tank immer wieder mit ein bisschen Benzin füllen oder den Tank komplett leeren, weil sonst kommt ihr genau das Problem über. Der Tank ist aber eigentlich noch in einem guten Zustand. Das heisst, er hat nicht irgendwie grössere Löcher. Nein, er hat eigentlich gar keine Löcher. Er ist einfach drinnen verrostet. Und er hat mir dann so ein Mittel gegeben, wo man da reintun muss. Und dann wird der Tank zuerst entfettet. Und dann wird er entrostet. Und jetzt kommt der letzte Schritt. Jetzt muss man da irgendwie das Zeug, das ist irgend so ein Tanksiegel und Dichtmittel, muss man jetzt reinleeren und dann den Tank drehen und so, und dann ist der wieder wie neu. Und das möchte ich jetzt machen. Er stinkt noch ein bisschen nach Benzin. Vielleicht muss ich ihn nochmal schnell auswaschen. Aber das mache ich jetzt heute. Ah. Ah. Yeah! Bizzle! True Stories! Yo, Trimillat, yo, oi! I used to be a criminal, top car dealer. Big competition, but my car's a reeler. But quite frank, my cars were professional. Ringed over, exceptional. Serial change, logbook keys. All you need to worry about was the fees. Well, let's see, you can start from a bag, depending what car you can pay. So, das war's. Es ist nicht schwierig. Es ist einfach ein bisschen Aufwand. Und man muss einfach viel das drehen und dann die Restflüssigkeit noch ableeren. Und dann wieder drehen und dann wieder warten und dann wieder drehen, bis es einigermaßen trocken ist. Und dann kommt es recht gut und ich muss vielleicht schon zeigen, wie das nachher drinnen aussieht. Ich weiß jetzt nicht, ob man das gesehen hat. Aber die Idee ist von dem, dass eigentlich die ganze innere Schicht, die vorher rostig war, jetzt nochmal wie so ein bisschen lackiert wird und wie ein Schutz dann drüber geht. Und dann sollte es eigentlich dann relativ gut wieder funktionieren als Tank. Und was man immer noch machen kann und was ich auch machen werde, ist, ich kann nach dem Tank so einen kleinen Filter ran tun, das Benzin mal zusätzlich filtert. Und dann sollte das funktionieren eigentlich. Das lasse ich jetzt mal so, ich glaube, 7 Tage stehen und dann kann man wieder Benzin einfüllen. Also es gibt dann wieder ein Update, sobald das soweit ist.